So, wir haben es geschafft. So, diesmal auch mit Mikro. Diesmal ist das Mikro an. Kriegen wir schon noch hin, ne? Das ist alles eine Sache der Übung. Ja, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wir sind ja die ganze Zeit hier. Aber es war ein ganz schöner Akt, war? Erstmal durch die Sicherheitskontrolle. Nicht am Arsch, ey. Zig Taschenkontrollen halt 25 Mal. Fahrschuh rauf, Fahrschuh runter, noch eine Taschenkontrolle. Es ist, Aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie es aussieht. Am Eingang gibt es auf jeden Fall Wasser umsonst. Das stimmt. Ja. Und was nicht unerheblich ist, dieses Jahr sind wir wirklich Presse. Hervorragend. Und deshalb würde ich sagen, direkt machen wir Pressearbeit. Ne? So ist es. Bis denn. Ich hab's geschafft, ich hab die Stange überwunden, bin jetzt auch drin endlich und wir schauen jetzt mal die Stadt nochmal an. Oder? Ja, gehen wir direkt zur Stadt, würde ich sagen. Wir haben den Stand gefunden von Robert Space Industries und hinter uns wird die Schlange immer länger. Tatsächlich dieses Jahr ein größerer Auftritt, scheint sich zu lohnen. Und mit ein bisschen Fantasie kann man auch die Ansichten der Brücke von der Idris auf den bedruckten Wänden erkennen. So ist es ja. Wir wurden auch schon gut ausgestattet mit vielen Leuten Goodies. Und außerdem werden wir jetzt mal ein paar Leute fragen, wie sie denn so Star Citizen fanden beim ersten Spielen. Also ganz kurz zusammengefasst, beeindruckend. Auf jeden Fall. Es fühlt sich sehr butterweich mittlerweile an. Natürlich auch gute Controller da. Es macht Spaß, auf jeden Fall. Ich muss sagen, also ich habe den Arena Commander Mode gespielt. Das ist so ein bisschen Dogfighting, wie ich das mitbekommen habe. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich ziemlich cool. Also mal, ich habe sonst immer so Jetfliegen, ein bisschen mit einem Xbox-Controller, kenne ich nur. Aber tatsächlich hier auch mit Joystick und mit einem Schubregler zu spielen, ist mir wieder das ganz Neues. Ich habe natürlich nur grundlegende Kontrolle gehabt, weil ich nur ein paar Knöpfe benutzt habe, um die Raketen aufzulocken oder um zwei verschiedene Geschütze abzufeuern. Aber bisher sieht es echt tatsächlich ziemlich spielversprechend aus. Die Grafik ist echt hammermäßig. Die Kontrollen sind ziemlich geil. Ich habe gesehen, also das HUD wirkt auf den ersten Blick ziemlich erschlagend. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man das ein paar Stunden spielt, dann hat man das echt drauf und dann sieht man auch den gesamten Content, den das Ding hat. Und ich habe auch einen der Leute vom Starfleet gerade gefragt, an die 60 GB bringt das Spiel bisher auf die Platte. Und da bin ich echt gespannt, was daraus wird. How long have you been involved with Star Citizen? For about a year and a half. I've been following it for 2 years maybe. Okay, so and you're completely new to the game? No, I mean I've followed the development. I'm just not yet a backer, but yeah, I've heard about it. I saw like the videos and streams and stuff. Yeah. Von Star Citizen an sich habe ich schon mal gehört von der Kickstarter-Kampagne, weil sie ja so einen riesigen Erfolg im Crowdfunding gemacht haben. Und das ein oder andere Video habe ich auf YouTube mal gesehen, aber wirklich gespielt und auch wirklich gesehen jetzt so in einem Umfang habe ich das jetzt tatsächlich das erste Mal. Ja, also ich komme auch so aus der DayZ-Community und da ist natürlich immer interessant diese, ja, die offene Welt, das Persistent Universe, das interessiert mich schon sehr. Dieses Element von diesem FPS zu dieser Raumfahrt, also es ist irgendwie irgendwas Übergreifendes, was mich eben daran so fasziniert, eben mal was Neues auch auszuprobieren und dann in so eine Tiefe auch einzugehen, in ein komplexeres Spiel, was auch ein bisschen anspruchsvoller eben ist. Also wenn ich es jetzt spielen würde, der PvP wäre natürlich ein sehr wichtiges Element darin, weil ich glaube, dass es darauf im Endeffekt drauf hinauslaufen wird. Aber wenn es wirklich auch so ein Marktsystem wie zum Beispiel EVE Online auf den Teppich bringt, dann ist das bestimmt auch sehr lohnenswert, einmal drüber zu gucken.
it's the game I'd make myself if I'd make my perfect dream game. So, you know, everything, the sheer size, the fact that you can go from seamless FPS combat into a spaceship, a fighter, into a multi-crew ship, into a big capital ship, and you can go down to a planet and land, and it always works. Für mich persönlich ist es schon ein großer Part, dass eben andere Spieler gegen mich spielen, dass ich halt eben immer einen Rivalen habe und vor allem auch, dass ich mich halt verbessern kann und halt zeigen kann, was ich halt drauf habe in dem Spiel. Also ich glaube, für mich ist das einer der größten Faktoren in dem Spiel auch. Cool, und jetzt nochmal ganz direkt, seid ihr selber schon Backer, seid ihr selber schon eingestiegen oder ist das jetzt wirklich so der First Contact für euch? Ja, es ist also hands-on der erste Kontakt. Aber da jetzt auch gerade dann die freie Woche beginnt, wird es ja direkt runtergeladen zu Hause und dann ja, wird weitergemacht. Ja, ich denke auch, ich werde es mir mal runterladen und mich halt auf jeden Fall mal in die Materie einarbeiten. Und dann werde ich gucken. Also es gefällt mir jetzt schon, ist halt was kompliziert, wie ich schon gesagt hatte. Aber ich werde es auf jeden Fall probieren und weitermachen. Ja. I think it's very ambitious and I really like it. I really love the idea. It's perfect for me. I'm just waiting to see how fast it is finished and what they implement. I'm just waiting, but I'm pretty sure that I'll get on board soon too. Yeah. Jetzt im aktuellen Stand will ich es mir noch nicht kaufen, weil ich ziemlich vorsichtig bin mit Early Access Spielen, weil es da ja schon den einen oder anderen Titel gab, der ziemlich nach hinten losgegangen ist. Deshalb würde ich jetzt noch mal warten, vielleicht die Entwickler noch mal 1,5 bis 2 Jahre noch mal dran arbeiten lassen und dann mal gucken, auch wie sich im Freundeskreis das Spiel entwickelt. Und dann ist es definitiv mal wert, mal drüber zu gucken. Was selber willst du machen bei Star Citizen? Ich weiß es noch gar nicht. So vom Hangar deckt eigentlich, ist so ziemlich alles abgedeckt. Okay, also das heißt, du hast kein spezielles irgendwie Ding? Nicht wirklich. Das ist eigentlich sehr weit gefächert, was ich sonst so spiele. Ein Hauptspiel, das ist Counter-Strike Global Offensive im Moment. Aber ich spiele auch sowas wie Europa Universalis 4. Und ja, ich habe WoW eine Zeit lang gespielt. Und ja, so Minecraft League of Legends hin und wieder, aber größtenteils eigentlich Counter-Strike. Okay, cool. Dann ja, danke dir für das Interview. Viel Spaß auf der Gamescom noch. Viel Spaß. Ciao. Mann. Was stinkert ihr schon wieder? Das war aber nach der ersten Moderation heute. Also ja. So, ich muss dich was Persönliches fragen. Also jetzt wirklich ein bisschen, aber ich mache trotzdem bis das Rode an. Nein. Ich mache das nicht mit dem Rode. Solche Schweinereien mache ich nicht. Das Rode mache ich nur bei mir an. Ihr könnt mich mal. Echt? Komplett. Ihr könnt mich mal. Jetzt wird Soja, ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf, wie beleidigt. Das Fehler kommt auf den Channel. Freue. Ja, da freut er sich. Westim, dich erwische ich auch noch. Ich sag's dir, dich erwische ich auch noch. Der ist da, der Westim. Ja, ja. Das schneiden wir einfach rum auf letztes Jahr. Sehr schön. Oh Mann. Ja, das soll jetzt das Rode eigentlich an? Ja, das Mikro ist an. Sehr schön. Das an ist, ich höre gar nichts. Ja, ja klar, du bist ja auch halb taub inzwischen. So. Dass du noch gucken kannst, ist ja schön, aber also hören kannst du nicht mehr. Ja, nee, dieses Geheule hat mich taub gemacht. Ja, ja. Ich bin hier im Bild, weil ihr alle so klein seid. Ja, das stimmt. Man hört dich ja. So, wir sind soweit durch, der Tag geht zu Ende. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen Köln erobern gehen, würde ich sagen. Und was sagt ihr Jungs? Ja, auf jeden Fall. Also es war ein sehr erfolgreicher Tag. Wir haben viel erlebt und vor allem den CIG-Stand wirklich belagert, kann man nicht anders sagen. Ja, und wir alle vier wurden so erstmal wieder vereint. Der erste Tag, richtig schön, war super klasse und es hat einfach gut geklappt. Und jetzt ruhen wir uns schön aus. Wie romantisch. Ja, wunderschön. Also auf ins Brauhaus ohne Namen. Da ist nämlich heute noch CIG-Biergarten-Event und dann gucken wir uns jetzt nochmal an. Ja, und Kölsch trinken. Ja, finde ich auch. So, mein Arm fällt ab. Also dann machen wir jetzt Schluss. 3, 2, 1. See you on the flight deck! Nicht? War kein wichtiges Teil. Arschloch.